Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16 Karrieremodus mit den Schwänen von Swansea City. Heute nicht mit der Premier League, sondern mit dem FA Cup. Die vierte Runde steht nämlich heute an. Nachdem wir beim letzten Mal in der letzten Runde den Zweitligisten Brighton in einem Wiederholungsspiel 2:0 geschlagen haben, müssen wir in der vierten Runde erneut gegen einen Zweitligisten ran, nämlich zu Hause gegen den FC Reading. Und die sind uns noch aus dem letzten Jahr, aus dem letzten FA Cup bekannt. Dort mussten wir nämlich gegen die Londoner eine Runde später in der fünften Runde spielen. Und schon im letzten Jahr haben wir uns da, ich glaube, sehr schwer getan und mussten auch dort in ein Wiederholungsspiel. Das wollen wir heute natürlich versuchen zu verhindern, indem wir heute am 26. Januar 2020 das schon im heimischen Liberty Stadium klar machen. Heute also in der vierten Runde statt in der fünften. Aber die Aufgabe wird trotzdem nicht unbedingt einfacher. Ich hack mal alle Parallelpartien mit an. Haben wir schon im letzten oder vorletzten Part festgestellt, dass fast alle Favoriten, fast alle Premier League Vereine zu Hause spielen dürfen. Komischerweise. Das ist ja nicht wie in Deutschland im DFB-Pokal geregelt, dass alle Vereine ab der dritten Liga automatisch Heimrecht besitzen. Das ist in England nicht so. Da ist es einfach so, wie man auslost, so werden die Partien auch gespielt. Und zum Glück für unsere heimischen Fans wurde Swansea zuerst gelost und dann eben gegen den FC Reading, die momentan im Tabellenmittelfeld der zweiten Liga stehen, noch leichte Hoffnung auf Platz 6, sprich für die Playoff-Plätze haben. Ach, aber ich glaube, das wird wahrscheinlich eher weniger etwas. Reading auch ein Verein, der schon vor einigen Jahren mal kurzzeitig in der Premier League Luft schnuppern durfte, aber ich glaube direkt ein Jahr später direkt wieder abgestiegen ist. So, aber genügend der Vorworte und der Vorgeschichte des heutigen Gegners. Wir müssen Wiedergutmachung betreiben, denn beim letzten Mal haben wir in der Liga bei Aston Villa mit 0:2 hochverdient mit 0:2 verloren. Hätte durchaus sogar noch höher ausfallen können, die Niederlage. Heute also Wiedergutmachung, hoffentlich im FA Cup. Trotzdem, wie immer mein Motto, im Pokal spielen, egal wie, Hauptsache irgendwie weiterkommen. Und wenn es ein dreckiges 1:0 ist, ist das am Ende allen Scheiß egal. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein, so kurz zur Startausstellung. Da biete ich jetzt die vermeintlich beste momentane Elf, die uns zur Verfügung steht, auf. Foster Kessié fällt ja immer noch einen Monat lang verletzt aus und ich glaube, er wird auch schmerzlich vermisst auf der rechten Verteidigerposition. Und auch Ashley Williams ist immer noch nicht 100% spielfit, heute auch nicht im Kader, kehrt allerdings im nächsten Ligaspiel gegen den FC Chelsea wahrscheinlich dann zurück. Heute noch ohne den etatmäßigen Kapitän, deswegen Fernandes und Umtiti wie immer in der Innenverteidigung, Taylor und Lemina heute mal als Rechtsverteidiger, weil ich da zuletzt weder mit Norton noch mit McHughes zufrieden war. Und Lemina hat schon mal diese Position bekleidet, also nichts Neues für ihn. Deswegen möchte ich den Gabuna da mal austesten. Ansonsten keine große Überraschung. Ayew, Gerhard, Barkley, Redmond im Mittelfeld, Sigurdsson und Icardi vorne drin. Und damit gehen wir rein ins Liberty Stadium. Kurz vor Ende der Transferphase. Nach dem Spiel sind dann noch die letzten Tage, die letzten Stunde, die wir im aktuellen Transferfenster noch überstehen müssen. Aber höchstwahrscheinlich wird dort auf Seiten von Swansea, weder was Zugänge noch was Abgänge betrifft, etwas passieren. Einen Neuzugang haben wir ja verpflichtet zur neuen Saison. Einen spektakulären. Ihr habt es ja alle mitbekommen. Gareth Bale wird uns verstärken. Ablösefrei von Manchester United. Dafür mussten wir all unser Geld opfern. Aber ich hoffe, das wird sich am Ende lohnen. Jetzt aber erstmal der Emirates FA Cup Runde Nummer 4, Swansea City gegen den FC Reading. Nochmal schnell, heimlich einen Schluck aus der Pulle genommen und dann geht es rein für die Gladiatoren ins schöne Liberty Stadium. Für die Zweitligisten ist der Pokalwettbewerb natürlich immer besonders attraktiv. Denn ähnlich wie in Deutschland ist auch in England der Europapokal am schnellsten über
die Pokalwettbewerbe zu erreichen. Denn der Finalist, bzw. der Sieger des Pokalwettbewerbs, darf automatisch in der nächsten Saison in der Europa League spielen. Swansea City möchte so oder so in Europa spielen, sei es Europa League oder Champions League. Wir sind ja immer noch auf Kurs, trotz der bislang schlechten Rückserie in der Premier League. Haben wir, denke ich, da immer noch sehr gute Chancen. Wir gucken ganz kurz auf den FC Reading. Und wenn ich mir die Startaufstellung so anschaue, viel hat sich da nicht verändert. Der einzige Neue ist, glaube ich, Chiboda im zentralen Mittelfeld. Den haben sie anscheinend noch neu dazugeholt. Ansonsten ist das fast die Elf, die schon im letzten Jahr gegen uns gespielt hat und knapp ausgeschieden ist. Wie gesagt, ich glaube, wir mussten da sogar ins Wiederholungsspiel. Ich hoffe, das können wir heute verhindern. Aus dem Bylife ist der Schiedsrichter. Ich glaube, der hat uns schon im letzten FA Cup gepfiffen. Im Wiederholungsspiel gegen Brighton, was wir mit 2:0 gewonnen haben. So, aber jetzt kann es langsam losgehen. Die Gäste, der Außenseiter vom FC Reading, stößt an in den Lila, Rosa. Ich kann die Farbe gar nicht definieren. Ich glaube, das ist eher Lila. Trikots und Hosen und Stutzen von rechts nach links in den ersten 45 Minuten. Übrigens eine neue Aufnahmesession. Ich weiß gar nicht, warum ich das immer wieder erwähne. Hatte wieder ein paar Tage mal nichts aufgenommen. Deswegen hoffe ich, dass diese Aufnahmesession ein bisschen besser läuft als die letzte. Und die erste Flanke, der erste Flankenversuch vielmehr von Paul McShane. Kapitän, der irische Innenverteidiger, war damit aufgerückt. Allerdings nicht als Flankengott bekannt. Das hat man in dieser Szene auch gesehen. Neil Taylor, heute wieder hinten links in der Kette anstelle von Ben Davis. Das ist Redmond. Im Zusammenspiel mit Icardi. Sigurdsson in der Mitte, das erste Mal in der Schussposition. Und das ist Werner Hahn. Der Mann mit der Josef Paulsen Frisur. Und an den erinnere ich mich auch noch sehr gut von der letzten Saison. Denn da hat er auch die eine oder andere Glanzparade ausgepackt. So wie hier gegen Gylfi Sigurdsson. Sehr stark abgewehrt zur ersten Ecke, die ebenfalls Sigurdsson wieder tritt. Icardi steigt da am höchsten. Unser Torjäger. Seit 6 Premier League Spielen ohne Treffer. In der letzten FA Cup Runde im Wiederholungsspiel gegen Brighton hat er allerdings mal wieder getroffen zum 2:0 Endstand. Und auch bei solchen Standardsituationen setzt er sich immer wieder durch. Trotz seiner knapp 1,80 Körpergröße enorm kopfballstark. Nächster Ballgewinn. Nathan Redmond baut den nächsten Angriff auf mit Mario Lemina. Icardi, gutes Zusammenspiel. Wieder Lemina. Und auch die Flanke ist gar nicht schlecht. Aber Sigurdsson hat sich da auch nicht optimal zur Flanke positioniert. Aber Barkley mit dem Ballgewinn. Sigurdsson zurück zu Barkley. Distanzschuss. Und ich glaube, er hat den eigenen Mann abgeschossen. Nämlich ihn hier, Mauro Icardi. So sieht's aus. Deswegen gibt's Abstoß für Werner Hahn, den Niederländer. Den hatten sie auch schon vor 2-3 Spielzeiten aus Alkmaar verpflichtet. Genauso wie Sabitzer, den Ex-Leipziger Gerhard. Guter Ball von Taylor für Ayew. Und die Flanke ist auch gut. Hahn aber vor Icardi. Barkley, zweiter Ball. Sigurdsson, wieder Barkley. Schirmt den Ball ab. Lemina. Da traut sich dann keiner zu schießen. Sigurdsson legt nochmal ab. Schussposition. Barkley. Wieder abgeblockt. Allerdings diesmal von einem Gästespieler. Von Norwood nämlich, dem Sechser. Deswegen gibt es die nächste Ecke. Stürmischer Beginn hier. Mit den Oberschenkel abgeblockt. Zum zweiten Eckball. Nathan Redmond darf diesmal. Auch der kommt nicht so schlecht. Und da hatte Umtiti Fernandes, glaube ich, irritiert. Ist da zum Koffer hochgestiegen, aber kam leider nicht ran. Blackman. Reading mit Problemen, sich überhaupt erstmal zu befreien. Jetzt aber mit der Verlagerung auf Obita, der Linksverteidiger. Da war doch auch was im letzten Jahr, denn da hätte er, der Linksverteidiger, eigentlich vom Platz gemusst. Mit einer gelb-roten Karte, durfte damals aber durchspielen. Und Titio den Kopfball. Und das ist wieder Icardi. Trennt sich einen Moment zu spät vom Ball. Norwood kann noch dazwischen gehen. Das ist wieder Obita, zurückgespielt zu Hahn.
Und erstmal wieder rechts raus auf Chris Gunter. Der Waliser. Auch ein Kandidat möglicherweise für Dani Dattel für die walisische Nationalmannschaft. Barclay. Oh. Und wie hat der Verteidiger den Ball denn noch? Icardi vom Fuß geklaut. Aber der sofortige Ballgewinn erneut von Ayew. Wollte Sigurdsson schicken, aber der hat auch nur so halb gezögert. Hat den Sprint in die Spitze nicht gewagt. Nächster Fehler vom Reading im Aufbauspiel. Aber wieder kommt Icardis Ball nicht durch. Also diese Phase müssen wir jetzt hier eigentlich in ein Tor ummünzen. Gerhard setzt sich stark durch. Limina wieder mit vorne. Flanke allerdings abgeblockt von Obita. Aber gleich wieder der nächste Fehlpass. Reading kommt hinten gar nicht raus. Fernandes auf Redmond. Der sucht Gerhard. Und da ist Sigurdsson völlig frei. Und jetzt die überfällige Führung 1-0 für die Schwede. Weiterhin der Tabellenführer der Premier League. Und das haben wir jetzt mal Ruhe zu Ende gespielt. Die Lücke tut sich auf. Und Sigurdsson nutzt sie aus. Zuspiel von Ross Barkley. Und dann Sigurdsson mit seiner Schussgewalt, die er hier allerdings noch nicht gebraucht hat. Aus gut 12 Meter Torentfernung. Kahn, keine Chance. Führung nach einer guten halben Stunde. Und selten haben wir in den letzten Spielen so viel Druck aufgebaut wie hier in der ersten halben Stunde dieser Partie. Norwood. Und jetzt muss Reading natürlich spätestens was auch für Spiel nach vorne tun. Flankenversuch abgeblockt von Ayew. Barclay. Gerhard. Lemina. Alle Passwege gut zugestellt. Sigurdsson, deswegen erstmal wieder hinten rum. Ayew. Im Zusammenspiel mit Icardi. Aber Icardis Pass kommt erneut nicht durch. Die Defensive von Reading steht da erstmal ganz stabil. Aber im Passspiel nach vorne, da ist der eine oder andere Fehler bei den Gästen vorhanden. Wie auch hier, gutes Stellungsspiel von Neil Taylor. Die beiden Spitzen, Moucher und Sabitzer, noch überhaupt nicht im Spiel. Nächster Angriff, Limina. Guter Ball für Redmond. Geht mal das 1:1 gegen Obita. Bleibt aber erstmal hängen. Aber gibt den Einwurf. Wieder der Mann aus den Gabun. Limina. Macht da bislang einen ganz guten Job als Rechtsverteidiger. Barclay. Um Titi. Eine Menge Platz für Neil Taylor. Sigurdsson zeigt an, spielt den Ball in den Lauf. Aber das war kein gutes Zuspiel vom walisischen Linksverteidiger. Reading kann erstmal wieder dazwischen gehen. Und der nächste Fehler. Was ist denn mit dem FC Reading da los? Also das ist ja zeitweise nicht mal Zweitliganiveau, wie die da hinten rausspielen. Aber Swansea kann es noch nicht verstehen, das in ein zweites Tor auszunutzen. Auch der Ballverlust relativ simpel. Barclay dazwischen. Gerhard. Gutes Zuspiel für Icardi. Und wieder noch ein Fuß dazwischen. Und Hahn kann den Ball am Ende sicher fangen. Das einzige Positive für den FC Reading, es steht hier bis dann nur 0:1 aus ihrer Sicht. Und jetzt kommen sie mal nach vorne. Sabitzer ist schnell. Fernandes verliert ihn aus den Augen. Marcel Sabitzer. Und da muss Barclay sich da in den Schuss werfen von Norwood. Erste Möglichkeit in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Sabitzer legt ab. Ich glaube, Norwood war es, der den Schuss da versucht hat. Allerdings geblockt wurde. Erste Ecke nach dem ersten Schuss des FC Reading. Interessante Variante von Blackman. Abgelegt. Und Tshibola. Einer der beiden zentralen Mittelfeldspieler mit dem nächsten Schuss. Allerdings wieder gut abgeblockt. Diesmal von Yannick Gerhard. Aber interessante Eckballvariante. So, jetzt müssen wir aufpassen. Da steht wieder einer am zweiten Pfosten da ganz frei. Da kommt er diesmal allerdings nicht hin. Aber Sabitzer kann sich auch so durchsetzen. Beziehungsweise es war McShane. Der ehemalige irische Nationalspieler. Müsste allerdings den Abschluss geben. Werden wir nochmal den Abschluss von Sigurdsson sehen. Das 1:0 nämlich. Nach einer guten halben Stunde. Danach kam nicht mehr so viel. Und Reading traut sich jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr. Versucht ein bisschen früher jetzt zu stören. Der Pass kommt trotzdem durch. Icardi. Früh attackiert.
behält den Ball in den Reihen. Dann ertönt allerdings der Halbzeitpfiff. Und es ist was passiert, was die Zuschauer im Liberty Stadium selten sehen. Nämlich eine 1:0 Pausenführung durch ihn hier, Gefi Sigurdsson. Und ich sagte es ja eingangs, egal wie, Hauptsache wir kommen erneut irgendwie in die fünfte Runde. Wir gucken mal ganz kurz, überfliegen die Ergebnisse. Aber ich sehe so auf den ersten Blick keine großen Überraschungen. Wobei Arsenal tut sich schwer. 1:1 beim FC Bournemouth zur Pause. Chelsea ebenfalls 1:1 beim FC Everton. Ansonsten die Favoriten eigentlich alle in Führung. So wie auch hier, Swansea allerdings nur 1:0 in Führung. Und das ist wirklich im Fußball das denkbarste, knappeste Ergebnis, das es gibt. Von daher sind wir gewarnt. Das hier ist heute unsere Ersatzbank. Williams heute angeschlagen noch nicht mit im Kader. Aber wie gesagt, im nächsten Spiel sollte er wieder mit dabei sein. Davis, Shelby, Dyer, Osako, Tofolo Jr. Gerade im Offensivbereich haben wir noch ein paar Alternativen draußen sitzen. Und wechselt allerdings beim FC Reading. Ein Aaron geht, nämlich Aaron Tshibola und Aaron Cool. Der Mann mit der Zause-Frisur. Ein eher defensiver Mittelfeldspieler jetzt mit von der Partie. Der Mann mit der Rücknummer 14. Zweite Hälfte läuft. Swansea immer noch komplett in weißer Spielkleidung. Mit dem ersten Ballverlust von Mario Lemina. Und Obita ist ein schneller Außenverteidiger. Der läuft ihn da erstmal davon. Sabitzer ist auch nicht weniger schnell. Umzieht ihn mit der Grätsche ins Leere. Karius mit dem Fehler beim Herauslaufen. Und dann haben wir Glück, dass Sabitzer den zweiten Ball nicht kontrollieren kann. Und hier das angesprochene nächste Spiel am 1. Februar, also kurz nachdem das Transferfenster zu ist, müssen wir zu Hause gegen den FC Chelsea ran, wo es in der Premier League wieder um 3 wichtige Punkte geht. Aber vielleicht nochmal ein Wort zu Karius, das war glaube ich auch im letzten Spiel gegen Aston Villa schon der Fall gewesen, wo er einer Flanke unterlaufen ist. Das schon das zweite Mal innerhalb von kürzester Zeit. Also Karius momentan auch nicht in der absoluten Top-Verfassung. Das war ein Top-Zuspiel für Gefi Sigurdsson. Der McShane davonläuft. Allerdings ein Schuss ein bisschen zu unplatziert. Das Zuspiel kam, glaube ich, erneut von Ross Barkley. Hahn muss diesmal nicht eingreifen. Gute Chance auf 2:0 zu stellen. So hat der Zweitligist, der Außenseiter, wieder die Chance, hier nach vorne zu spielen. Und Titi, Zweikampfsieger. Was? Wo war denn da ein Foul? Keine Ahnung, aber gibt den Freistoß für den FC Reading. Die das zweite Mal tauschen. Mouché im Sturm völlig abgemeldet, wird ersetzt durch Tenner, der in der letzten Runde beim 2:0-Sieg des FC Reading getroffen hat. Die haben zu Hause gegen Notts County, den Viertligisten, mit 2:0 gewonnen. Das ist Hector, der Innenverteidiger unfreiwillig verlängert von Fernandes. Und Karius sieht, da ist ein bisschen Platz für Gefi Sigurdsson. Stark gelöst vom Isländer. Muss nach innen ziehen. Icardi kommt aber nicht durch gegen Hector. Tenner, erste Ballaktion von ihm. Und das ist Chris Gunter. Oh, Bieter, der Linksverteidiger, mal auf völlig falscher Position. McShane. Macht der erfahrene Mann den Fehler? Nein. Aber Umtiti gewinnt das Kopfballduell. Jetzt ist rechts eine Menge Platz, wenn Redmond mal in Aktion läuft. Aber Sigurdsson bekommt den Ball. Eins weiter zu Redmond. Gute Flankenposition. Oh, und der Ball rutscht fast durch zu Lemina, der nochmal gut nachsetzt. Zurücklegt für Ayu. Aber wieder ein gegnerisches Abwehrbein dazwischen. Ayu kämpft. Taylor, oh, hat Glück, dass er nochmal den Ball bekommt. Wieder Ayu zusammen mit Taylor. Der kann sich zur Flanke stellen. Die kommt gut. Hector aber Zweikampfsieger gegen Icardi. Und Redding kann erstmal den Ball wieder klären. Aber Swansea setzt nach. Und Titi damit aufgerückt. War eigentlich auf dem Weg nach hinten. So, jetzt kann er sich aber wieder nach hinten orientieren. Fernandes hat den Ball nämlich. Lemina. Das Zuspiel war nicht optimal für Taylor. Aber wieder der Fehler von Sabitzer. Und Titi
löst das riskant, aber gut. Redmond mit dem langen Ball war auch nicht gut gelöst. Icardi gewinnt aber den zweiten Ball. Lemina. Wieder Icardi. Sehr viel Zufall dabei. Zu wenig Passspiel im aktuellen Zeitraum. So, irgendwie versuchen den Gegner aus der Reserve zu locken. Genau so, jetzt hat Taylor nämlich eine Menge Platz. Kann Sigurdsson freispielen. Sigurdsson gegen Ganter. Macht das Tänzchen. Oh, will dann zurücklegen für Ayu. Wieder viel zu klein-klein da. Gerhard. Und jetzt die Chance. Denn Redmond ist völlig frei. Gut rausgespielt diesmal diese Möglichkeit. Sigurdsson hat, glaube ich, abgelegt. Und wieder kein Tor am Schluss. Wir gucken nochmal auf die Kondition. Wir werden, denke ich, wechseln. Schäbe wird mal kommen für Ross Barkley. Und wir brauchen nochmal einen schnellen Konterspieler, Konterstürmer. Sigurdsson geht deswegen raus und Tofolo Junior wird ihn ersetzen. Also der Doppelwechsel bei noch knapp 15 Minuten, sogar 17 Minuten Spielzeit. Jetzt also auch bei uns Doppeltausch. Sigurdsson und Barkley, die beiden, die das Tor, die 1-0-Führung inszeniert haben, gehen vom Feld. Shelby, zuletzt ja schon fast ein bisschen gescholten von Manager Daniel Dattel. Der hat gesagt, von ihm muss wirklich deutlich mehr kommen als in den letzten Wochen. Redmond mit der Flanke, McChain, aber ganz souverän und ganz cool geklärt vor Tofolo Junior. Ganter. Hahn, früh attackiert, findet aber cool. Obita. Wir können vielleicht auch mal ein bisschen defensiver stellen. Blackman fast zurück. Cool dann mit dem langen Ball. Taylor war da nicht perfekt positioniert. Aber das Anspiel in die Spitze zum Glück dann zu ungenau. Shelby, Lemina. Redmond will zurück zu Lemina spielen. Ball schon im Aus. Gibt aber den Einwurf für uns. Und kommt, mach mal den weiten Einwurf. Lemina, gute Idee. Ein bisschen zu kurz der Einwurf allerdings. Redmond kommt da nicht dran. Norwood, nächster langer Ball. Und wieder ist die Abwehr da völlig desorientiert. Was ist denn das? 81. Minute 1-1. Der FC Reading ärgert uns erneut. Aber was ist das für ein Abwehrverhalten? Ein langer Ball. Und wir sind komplett aufgehoben. Taylor und Titi. Fernandes möchte da nicht mal einen Vorwurf machen. Aber Taylors und Umtitis Stellungsspiel katastrophal. Blackman völlig frei. Aus gut 8 Metern. Karius ohne Abwehrmöglichkeit. Ausgleich. Etwas überraschend. Aber da sieht man mal wieder. Ein 1:0 ist eben nur ein 1:0. Und viel, viel zu knapp. Wir haben versäumt, das zweite Tor zu machen. Und jetzt haben wir den Salat. Tofolo Junior. Gerhard. Schlechtes Anspiel. Gerhard erneut. Das war besser. Shelby. Tofolo Junior. Brasilianisch will er vorbei, aber kommt nicht vorbei. An Norwood. Hurtado. Der Peruaner. Macht er stark. Und jetzt macht der FC Reading das ganz clever. Und der nächste lange Ball. Und mit dem Ball haben wir Probleme. Der kommt nämlich an von Chris Gunter. Aber Fernandes mit dem nächsten Fehler. Uiuiuiui. Die Defensive, sie wackelt. Man merkt wirklich zeitweise das Fehlen vom jungen Forster Cascay. Ayu, zweiter Versuch. Und wieder McShain. Aber der mit dem... Da bin ich schon ganz nervös. Mit dem Fehlpass. Aber dann so ein schrecklicher Pass von Nathan Redmond. 90. Minute. Wir werden einfach nochmal wechseln. Ich möchte nochmal Nathan Dyer schnell reinschmeißen. Anstelle von Redmond, der heute auch wieder nicht so richtig zu gefallen wusste. Aber ich glaube, es gab noch einen Freistoßpfiff für Swansea City. Während die letzten Sekunden gerade eben abgelaufen sind. 2 Minuten gibt es
obendrauf. Und eine sehr gute Freistoßposition sogar. Sigurdsson aber natürlich nicht dabei. Aber wir haben Chelbey. Aber der bleibt hängen. Chelbey die zweite. Hahn dazwischen. Toffolo Junior nochmal. Aber da war kein Abwehrspieler dran. Gibt den Abstoß. Oh, das wäre es natürlich gewesen. In der Nachspielzeit nochmal per Freistoß zu treffen. Aber Chelbey scheitert. Blackman hingegen hat wenige Minuten zuvor getroffen. Und es sieht so aus, als würde es mal wieder in ein Wiederholungsspiel gehen. Es sei denn, Kuhl hat noch irgendeine coole Idee. Ganta. Taylor macht da wieder seine Seite auf. Flanke kommt. Fernandes dazwischen. Ayu. Und dann ist Schluss. Es scheint schon fast ein bisschen Tradition zu bekommen, dass Swansea gegen Zweitligisten unentschieden in der ersten Runde spielt und deswegen abermals in ein Wiederholungsspiel muss. Ach, ärgerlich. Wäre mal wieder zu verhindern gewesen. Vielleicht haben wir auch zu früh gewechselt. Sigurdsson, der Torschütze, Barclay, der Vorbereiter. Vielleicht hätten wir sie noch ein paar Minuten länger drauflassen sollen, tun, müssen, tun. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Fakt ist, das Spiel endet 1-1. 12 zu 4 Schüsse, wir hatten mehr Ballbesitz. Der Gegner allerdings mehr gewonnene Zweikämpfe. Allerdings die Passgenauigkeit war für den Gegner gesehen sehr, sehr schlecht heute. 81% nur. Ach, es ist ärgerlich. Aber gut, Leute. Wir können uns jetzt drüber ärgern, aber nützt ja alles nichts. Wir müssen in ein Wiederholungsspiel, genauso wie West Ham zum Beispiel. Newcastle muss in ein Wiederholungsspiel. Southampton ebenfalls. Der FC Chelsea muss in ein Wiederholungsspiel. Tottenham, glaube ich, auch, wenn ich das richtig gesehen habe. Ah, ist das blöd. Ise das blöde. Erstmal kurz das Training einstellen, bevor wir wieder in die Statistiken eintauchen. So, ich glaube, ich wollte Dominik Leu vielleicht auch mal eine zweite Einheit geben. Oder wollen wir Thompson noch was anderes geben? Wisst ihr was? Ich gebe, glaube ich, Thompson erstmal noch eine zweite Einheit. Vielleicht irgendwas mit Passspiel wäre vielleicht nicht schlecht. Oder Flanken. Zum Beispiel das hier, perfekte Vorlagen. Flanken und lange Pässe. Wie gut ist er im Kurzpassspiel? Ah, kurzer Pass hat er 74, das ist er sowieso schon stark. Komm, dann lassen wir ihn mal ein bisschen die Flanken noch trainieren. Unser mega schottisches Talent. Ich hoffe, es lohnt sich, denn bislang, wenn er gespielt hat, hat er mich ehrlich gesagt auch nicht so überzeugt. Ihm fehlt so ein bisschen die Grundschnelligkeit. Und das ist für einen Flügelspieler eigentlich ein ganz wichtiger Faktor. Oder soll ich Dominik Leu noch... Nee, komm, wir lassen erstmal Thompson zweimal trainieren. Können wir vielleicht auch wirklich mal ein bisschen wechseln. Zweimal Note C bei Thompson, Note C bei Loy, der wieder gute Fortschritte macht. Karius nur die Note F. Also beim Gegentor konnte er jetzt nichts machen, möchte ich ihm auch keine Schuld geben, aber an einem guten Tag hält er ihn vielleicht sogar mal. Karius ist momentan auch, weiß ich nicht, nicht in Top-Verfassung. Jetzt bin ich mal gleich gespannt, wann wir das Wiederholungsspiel haben. Wurde schon ausgelost, beziehungsweise schon bekannt gegeben, anscheinend noch nicht. Neil Taylor sagt die letzte Partie, danke, dass ich gespielt habe, bla bla blub. Aber auch hinten links bin ich noch sehr unzufrieden. Taylor macht immer wieder Stellungsfehler und auch Davis ist nicht die erhoffte Verstärkung, als er von Tottenham kam. Ich glaube, im nächsten Spiel ist er Williams wieder spielbereit, hoffe ich mal. Verletzte Spieler, gucken wir mal kurz drauf. Jo, Williams müsste jetzt wieder 100% spielfit sein. Foster Keske hingegen fällt noch 6 Wochen lang aus. Das ist bitter, bitter. Aber dann können wir, glaube ich, mal wieder umstellen. Und zwar möchte ich Umtiti wieder hinten links spielen lassen. Und Williams kommt dadurch wieder zurück. Davis kommt erstmal mit auf die Bank. Und auch Dominic Loy, wenn ich ganz ehrlich bin, bevorzuge ich momentan McHughes als dritten Innenverteidiger. Oder als vierten Innenverteidiger, wenn man Umtiti noch dazu zählt. So, liebe Freunde, wir gucken nochmal kurz, haben wir glaube ich am Ende des letzten Partys gar nicht gemacht, auf die Premier League Tabelle. 23 Spieltage sind gespielt und das hatte ich glaube ich aber erwähnt. Wir haben nur noch 3 Punkte Vorsprung von den FC Arsenal auf Platz
2, aber unser Ziel ist ja weiterhin Minimum Platz 4. Und da haben wir weiterhin 10 Punkte Vorsprung. Und unser nächster Gegner, haben wir schon gesehen, ist der FC Chelsea. Wir können den Vorsprung also zumindest beibehalten, eventuell sogar ausbauen. Das wird ein ganz, ganz wichtiges Spiel gegen den FC Chelsea. Aber jetzt haben wir erstmal noch ein paar Tage Transferzeit, vielleicht ein paar träge Tage. Das werden wir jetzt feststellen. Aber zuerst gucken wir uns dann vielleicht doch erst nochmal die Ergebnisse des FA Cups an, zumindest die bisherigen. Ich glaube, ein paar Partien stehen noch aus, beziehungsweise nur eine einzige steht noch aus. So, sorry, kurzer Räusperer. Ich hoffe mal wieder, dass ich das am Ende rausmute. Und zwar müssen einige Premier League Vereine auch in einem Wiederholungsspiel. Tottenham 1-1 bei Villa. Chelsea, unser nächster Gegner, ebenfalls 1-1 bei Everton. Die haben 1-1 gespielt. West Ham auch nur 2-2 gegen Queen's Park. Newcastle 2-2 gegen Derby County. Die beiden Manchester Vereine sicher weiter, genauso wie der FC Sunderland. Southampton muss auch in einem Wiederholungsspiel. Und das einzige Spiel, das noch aussteht, ist ein Duell zwischen unterklassigen Vereinen, nämlich York City gegen den FC Brentford. Und die vierte Runde, das Wiederholungsspiel der vierten Runde, findet am 5.2. statt. Sprich, nach dem Spiel gegen den FC Chelsea. Also hier in der Woche vor dem Sonntagsspiel bei West Bromwich Albion. Das ist übrigens der Monat Februar, der als nächstes ansteht. Beginnt mit dem Heimspiel gegen Chelsea, dann FA Cup Wiederholungsspiel beim FC Reading im Majewski Stadium, dann bei WBA West Bromwich, dann zu Hause gegen Nottingham unter der Woche, also gibt wieder zwei englische Wochen in Folge für uns, dann auswärts bei Leicester und zu Hause gegen Crystal Palace. Da sollten wir schon ein paar Punkte sammeln. Ich sage mal so ganz grob, sollten wir da irgendwie mit 10 Punkten durch den Februar kommen in der Premier League, dann sind die Chancen auf einen Champions League Platz, denke ich, schon sehr, sehr gut. Aber wir dürfen uns nicht ausruhen. Die letzte Phase in der Premier League war bei uns sehr, sehr schwach. Ich glaube, wir haben in den letzten 6 Partien, wir gucken mal ganz kurz, Villa die Niederlage, Southampton 0-0, Man City 0-0, Newcastle 3-0. Genau, und die beiden letzten Spiele im Dezember waren ein Unentschieden und eine Niederlage. Sprich, in den letzten 6 Ligaspielen haben wir nur einen einzigen Sieg geholt. Die Schwächephase, die ich vor allem am Anfang der Saison, als wir so viele Siege in Folge hatten, immer wieder angedeutet habe, sie ist spätestens jetzt angekommen. Und wir müssen uns irgendwie aus dieser Schwächephase herausspielen. So, aber jetzt erstmal mal die letzten Tage Transferzeit, wo wir, wenn wir ehrlich sind, aber gar nicht so viel zu tun haben. Wilfried Boni übrigens jetzt aktuell der Top-Torjäger der Premier League, hat schon 13 Mal getroffen. Aber was tun so die Konkurrenten? Der FC Everton zum Beispiel hat Stones, ihr Top-Talent, aus der Innenverteidigung an den FC Barcelona verkauft, der ja weg wollte für 29 Mille. Genau, da haben wir es. Wir brauchen dich nicht mehr, Stones, hat der FC Everton gesagt. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das schon in der Vorsaison auch so, dass Stones, das Eigengewächs des FC Everton, eine Transferanfrage gestellt hat. Diesmal haben die Toffees ihn also doch verkauft. Gavin Thompson sagt auch Danke, Chef, dass wir ihn ab und zu einsetzen. Aber ich glaube, Thompson werden wir in der neuen Saison, zur neuen Saison dann verleihen. Denn dann kommt auch Gray wieder zurück, der momentan beim FC Southampton leihweise spielt. Dann haben wir zwei gute Linksaußen. Ich denke, den werden wir verleihen. Martial will nicht zum FC Southampton und bleibt bei Man United. Also Southampton weiterhin auf Stürmersuche, so wie es aussieht. Man City keine Ablöse für Rodriguez. Krass. In der letzten Saison haben sie Coutinho Ablöse freigeholt. Zur neuen Saison James Rodriguez von Real Madrid ablösefrei. Krass. Kurzava sagt, ich bleibe. HSV verpflichtet ablösefrei Luis. Nicht C. Roberto, sondern C. Luis von Spartak Moskau. Sagt mir ehrlich gesagt jetzt nicht so viel, aber wird bestimmt schon ein brauchbarer Neuzugang für die Hamburger sein. Tottenham verhandelt weiterhin über Morata wechseln. Ich glaube schon den ganzen Winter
wollen sie den Spanier vom BVB verpflichten. Ludwig Sabitzer von Trainer vom FC Reading, der heute auch wieder ein gutes Spiel gemacht hat, vorne drin der österreichische Nationalspieler. Aber gut, ist das Wiederholungsspiel jetzt schon im Kalender? Ja, es ist schon im Kalender eingetragen. Diesmal also auswärts beim FC Reading. Das wird nicht unbedingt einfacher. Aber wie erwähnt, auch in der Vorsaison mussten wir in der fünften Runde damals im FA Cup gegen den FC Reading in einem Wiederholungsspiel. Geschichte wiederholt sich. Und auch diese Geschichte wiederholt sich, nämlich Angebote für Mauro Icardi, die allerdings alle viel, viel, viel zu niedrig sind. 31,5 bietet der FC Porto. Wir haben ihn für 26, waren es glaube ich, verpflichtet. Plus Erik Dyer, der auch nochmal immerhin einen Marktwert um die 8 Millionen hat. Also von daher, da fangen wir erst gar nicht dran. Da fangen wir erst gar nicht an zu überlegen. Das war der korrekte deutsche Satz. So, Man City hofft auch bald Brugmann zu verpflichten, wer das auch immer ist. Also City kauft schon zum Teil sehr interessante Leute. Trapp sagt Nein zu Hannover. Der sagt, glaube ich, auch allen möglichen Vereinen ab. Alle wollen Kevin Trapp, aber er will nirgendwo anders hin. Ansonsten, was die Transfers angeht in der Transferphase hier im Winter, überhaupt nicht zu vergleichen mit der Sommertransferphase, denn hier passiert relativ wenig. Everton hat Geld ausgegeben, aber halt auch wieder eingenommen durch den Stones-Transfer. Ah, ich weiß nicht, der FC Everton, merkwürdige Transferpolitik. Mal gucken, wo das hinführen wird. Auf jeden Fall sind wir jetzt am letzten Transfertag schon angekommen, liebe Freunde. Wir gucken nochmal ganz kurz auf unser Restbudget und wir sehen, wir können echt eigentlich nichts machen. Maximal vielleicht noch ein, zwei Verträge verlängern. Ich glaube, den von Gummis werden wir tatsächlich auslaufen lassen. Er würde wieder 50.000 wodden und um ein Jahr verlängern. Aber ich glaube, im kommenden Sommer müssen wir uns um ein Backup für rechts hinten bemühen. Einen neuen Ersatztorwart verpflichten. Und ich denke, wir werden auch noch einen weiteren neuen Stürmer verpflichten. Pausen höchstwahrscheinlich abgeben. Vielleicht sogar in ein Tauschgeschäft gegen einen besseren. Und dann eben noch einen neuen Stürmer holen. Und sprich, für Gummis ist dann eigentlich auch kein Platz mehr im Kader. Norden möchte ich auch sehr gerne verkaufen. Und dann vielleicht auch noch eine kleine Baustelle hinten links. Taylors Vertrag läuft übernächste Saison aus. Shelby, Ayu, Sigurdsson. Sigurdsson möchte ich auf jeden Fall verlängern. Ayu denke ich auch. Shelby müssen wir mal abwarten. Dominic Loy werden wir auch demnächst verlängern. Nathan Dyer denke ich auch. Thompson sowieso. Und auch Davis Vertrag läuft in der übernächsten Saison aus. Müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze noch so entwickelt. Ansonsten gucken wir mal, was transfertechnisch so passiert ist. Sunderland hat Borini ablösefrei abgegeben. Der wechselt nach Southampton. Und Rodwell ist zu Crystal Palace gewechselt. Watford ohne Transfers. Leicester auch ohne Transfers. Man City hat Rodriguez ablösefrei geholt. BG ablösefrei abgegeben. Ich habe ehrlich gesagt gerade vergessen, wo BG jetzt hinwechselt. Wie gesagt, das hier ist eine neue Aufnahmesession. Und der letzte Part ist schon wieder fast eine Woche her. Ne, tut mir leid, habe ich ehrlich gesagt vergessen. Man U gibt Gareth Bale ablösefrei ab. Das habe ich nicht vergessen, denn er wechselt zu uns. Immer noch der Sensationstransfer schlechthin in dieser Transferphase. Newcastle ohne Transfer. Norwich hat 3 Neuzugänge. Stimmt, die haben Nordfeld von uns geholt. Für 1,9 Mille. Ayu, Jordan Ayu, den Bruder von Andre Ayu, ablösefrei aus Bournemouth. Und Kim Shin-Wook. Höchstwahrscheinlich Koreaner, vermute ich mal. Ebenfalls ablösefrei zur neuen Saison. Nottingham ohne Transfers. Sheffield Wednesday hat Grimes von uns verpflichtet. Genau, für 3,2 Mille waren es, glaube ich. Piris und Özman ablösefrei verpflichtet. Ich denke, die machen da einen ganz guten Job, der Aufsteiger von Sheffield Wednesday. Wir haben Grimes und Nordfeld abgegeben. An wen haben wir gerade schon eben gesehen? Tottenham ohne Transfer. West Brom hat El Boucedi abgegeben, ein Nachwuchsspieler. West Ham ohne Transfers, wollte ich sagen, genauso wie Aston Villa.
Palace hat Rodwell verpflichtet, Dominguez im Gegenzug verkauft, nämlich an den FC Arsenal für 8,5 Mille. Das ist auch der einzige Transfer der Gunners. Chelsea hat dafür El Bouzidi, das Talent, verpflichtet. Everton hat Çalhanoğlu und Oliveira noch ablösefrei verpflichtet. Stones haben wir gerade gesehen zum FC Barcelona. Liverpool hat Firmino abgegeben. Dafür das Santos Dias, ein Talent. Dautovic, zwei Talente verpflichtet. Und Bakic, den geglitschten Spieler vom BVB, ablösefrei geholt. Southampton hat Borini ablösefrei verpflichtet. Clancy im Gegenzug ablösefrei abgegeben. Und Clancy, der wechselte doch irgendwo nach Deutschland. Ich glaube zum FC Augsburg, wenn ich das richtig im Kopf habe. Tut mir leid, wenn diese Info falsch sein sollte. Aber jetzt gehen wir die letzten Stunden an. Und da war ein großer Transfer. Oh, und zwar der von Asson Balonga. Oh, das finde ich schade, dass er Nottingham Forest verlässt. Für 14 Millionen Ablöse wechselt er nach Spanien zum UD Levante. Also nicht Norwich, sondern Nottingham. Noch nicht abgestiegen, aber jetzt schon vielleicht kurz vor dem Ausverkauf. Das ist natürlich schade. Konnten sich in der Vorsaison ja gerade noch so retten. Sehr, sehr sympathischer Verein, die ihren Starspieler allerdings jetzt für viel Geld abgegeben haben. Während Wolfsburg Carmona Bonnet verpflichtet. Australisches Talent, so wie es aussieht. Augsburg, keine Ablöse für Amatei. Wow. Der Mann von FC Kopenhagen, wenn ich mich nicht alles täuscht. Genau. Denn der gute Mann, defensiver Mittelfeldspieler, ist im wahren Leben zum englischen Meister gewechselt, zu Leicester City. Und den hat der FCA ablösefrei verpflichtet, genauso wie Clancy. Also die haben, die Augsburger, eine richtig gute Zentrale in der neuen Saison. Respekt, Respekt. Gute Transfers. Der HSV schafft es leider nicht, Mitrovic zu verpflichten. Trapp sagt auch Sassuolo ab, hatte ich vorhin erwähnt. Der bleibt anscheinend immer bei Paris, weil er dort wahrscheinlich einfach doppelt so viel verdient, wie die anderen Vereine ihn an Gehalt bieten. So, noch ein Tag, beziehungsweise eine Stunde voran. 7 Stunden ist das Transferfenster noch offen. Noch ein Talentwechsel. Vital da Silva, der ist bestimmt voll vital drauf. Wechsel zum FC Valencia. Oh, jetzt ist aber was Größeres passiert. Und zwar Brugmann wechselt für 57 Mille zu Man City. Wer zur Hölle ist Brugmann? Das ist doch auch garantiert wieder ein geglitschter Spieler, oder? Für die Spiele hat Man City auch ein Faible, so wie es aussieht. Haben ja BG verpflichtet damals, allerdings jetzt auch wieder ablösefrei zur neuen Saison ziehen lassen. Madrid verpflichtet Sakic, ein Talent, das auch, glaube ich, bei meinen Scout-Berichten unter anderem mit aufgetaucht ist. Ich möchte mal ganz kurz gucken. Gaston Brugmann. Ob wir da schon wissen, was der für eine Stärke hat. Also wenn der ein geglitschter Spieler ist, dann können wir die Stärke garantiert jetzt schon sehen, ohne ihn großartig scouten zu müssen. 27 Jahre alt, ein zentraler Mittelfeldmann, 86er Rating. Über 96. Wobei die Werte sehen gar nicht so geglitscht aus, wenn ich ehrlich bin. Sind zwar natürlich alle sehr gut, aber jetzt nicht so überragend in irgendeinem Bereich. Marktwert 45,5. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass er sich normalerweise so entwickelt hätte. Von Pescara Calcio, so heißen sie, glaube ich, dem italienischen Erstligisten also gekommen. Interessant. Nicht, dass Man City das überhaupt für nötig hätte, solche Spieler noch zu verpflichten bei dem übergroßen Kader. Okay, sei es drum. Immerhin nochmal ein richtig dicker Fisch. Am letzten Transfertag in dieser Saison, in dieser Transferphase. Gladbach verpflichtet Gignac ablösefrei. Aus Mexiko. Gegen den haben wir doch noch in der Saisonvorbereitung gespielt. Der wechselt also nochmal auf seine alten Tage in die Bundesliga. Interessanter Neuzugang bei Borussia Mönchengladbach. Interessant. Da waren es nur noch 4 Stunden. Ein Transfer ist auf jeden Fall nochmal Minimum passiert. Und wir bekommen nochmal ein Angebot. Für Samuel Umtiti aus Bilbao, was wir aber auch gleich wieder dankend ablehnen. 43,5, zwar kein schlechtes Gebot, aber nein, den geben wir jetzt nicht ab, vor allem nicht jetzt. 4 Stunden, bevor das Transferfenster schließt.
FC Everton nochmal mit einem Neuzugang, nämlich Pelé. Der Brasilianer, der brasilianische Torschütze, Rekordtorschütze der Nationalmannschaft, gibt nochmal sein Comeback. Nein, der Pelé ist das natürlich nicht. Sondern der von Benfica Lissabon für 22,5 Mille wechselt er zum FC Everton. Also die Toffees rüsten nochmal auf. Noch irgendwelche ablösefreien Transfers passiert. Ich weiß, die meisten von euch interessiert das wahrscheinlich nicht, aber ich werfe immer interessiert nochmal einen Seitenblick da drauf. Jetzt nur noch 3 Stunden. Nochmal ein Angebot für Icardi aus Leverkusen. Das bislang höchste Angebot. Deswegen habe ich da kurz geschluckt. Aber immer noch deutlich zu tief. Deutlich zu wenig. Von der Werkself 43 Mille, aber Icardi bleibt erstmal uns erhalten. Genauso wie Samuel Umtiti. Sheffield Wednesday verpflichtet den nächsten ablösefrei. Und zwar Salcedo. Ist das der ehemalige Eindhoven-Spieler? Ich glaube ja, der ehemalige mexikanische Nationalspieler. Da holt Sheffield Wednesday nochmal einen richtig erfahrenen dazu. Interessant, interessant. Und der HSV verpflichtet Caballero für 15 Millionen Euro, wer das auch immer ist. Und als HSV-Fan muss ich das natürlich überprüfen. Wen haben die sich da jetzt geholt, die Schwachköpfe? Caballero. So, wie hieß er jetzt mit Vornamen? Ich hab nicht drauf geachtet. Gott dammit. Was, Lukas? Nee, Lukas war das definitiv nicht. So, jetzt muss ich das wieder eingeben. Oh, das ist doch nervig. Wartet mal, ich muss noch mal eben kurz gucken. Sorry Leute, dass das jetzt gerade ein bisschen länger dauert. Aber da steht kein Name bei, kein Vorname bei. Gott dammit, noch eins, Alter. Aber wenn er jetzt 15 Millionen Euro gekostet hat, wird das jetzt doch kein 35-Jähriger sein, oder? Dann würde ich dem HSV hier virtuell tatsächlich den Vogel zeigen. So, wie hieß er? Caballero. So, weiter muss ich da nicht gehen. Lukas war das nicht. Dann hoffe ich mal, dass das einer von den beiden hier war. Willi Caballero war es auf keinen Fall. Der Torwart von Man City. War es Mauro? Ja, es war Mauro. Paraguayer. 25 Jahre alt. Ein Stürmer, ja, kann der HSV, glaube ich, durchaus gebrauchen. Vom FC Vaduz. Okay. Interessant. Aus der Schweizer Liga. Beziehungsweise Vaduz. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber das liegt doch in Liechtenstein, oder? Aber die spielen halt in der Schweizer Liga. Interessant. Geldsegen für den kleinen Verein. Krass, krass. Rayo Vallecano verpflichtet Rafael für 12,5. Also Norwich, Spielgestalter und Topscorer. Okay, für 12,5, das ist gutes Geld. Denn Rafael ist auch mittlerweile 34 Jahre alt. Dafür mussten sie ihn vielleicht abgeben. Freiburg hat Rabello verpflichtet für 7,5. Und Rafael Spiegel, ich glaube, das ist auch ein geglitschter Spieler, oder? Deswegen hat er bei West Ham auch so häufig bislang gespielt. Wechselt für 14,5 nach Granada. Obwohl West Ham mit Adrian, dem Spanier, und auch mit Randolph, dem irischen Nationalkeeper, 2 sehr gute Keeper hat, hat Spiegel wirklich sehr häufig gespielt. Auch er scheint also ein geglitschter Spieler zu sein. Und eine Stunde vor dem Transferschluss bekommen wir noch ein Angebot für Fernandes. Ein gutes Angebot, muss ich dazu sagen. Für einen 30-jährigen Innenverteidiger, 22,5 bietet Atalanta. 14,5 ist er wert. Aber selbst wenn wir das Angebot jetzt annehmen, hat der Spieler nicht mehr genügend Zeit, sich das Angebot von Atalanta noch zu überlegen. Von daher kommt ein Transfer so oder so nicht zustande. Und wir lehnen auch das Angebot ab. Wäre es jetzt vielleicht ein bisschen früher gekommen, hätte ich es mir noch überlegen können, aber so auf keinen Fall. So, letzte Stunde. Rocco wechselt nochmal für 16 Mille zum FC Nord. Die Ablösesumme, selbst bei so mittelklassigen Vereinen, wird auch immer höher und höher.
Morata bleibt Dortmund erhalten. Und dann ist das Transferfenster auch geschlossen. So, Spiel des Monats bekannt gegeben. Es wurde Harry Kane von Newcastle United. Swansea versucht es ohne Mané, schon seit Saisonbeginn eigentlich. Die News kommt ein bisschen sehr verspätet. Ansonsten glaube ich auch nichts mehr hier passiert bei den Transfers. Tete will nicht zu Sampdoria. Der Niederländer von Ajax, übrigens auch im wahren Leben beim FC Bayern anscheinend im Gespräch. Stuttgart möchte Maike von Hertha BSC, aber die Transfers sind alle nicht mehr zustande gekommen. So, und damit haben wir auch diese Transferphase, wo nicht viel passiert ist für uns, aber ein hoch interessanter Transfer passiert ist, nämlich der von Gareth Bale ist jetzt zu Ende. Monatsbericht Jugendmannschaft, Pressekonferenz, letzte Frist für Transfers abgelaufen, alles nichts Neues. So, Fußballschule, gucken wir nochmal kurz drauf. Unser mit Abstand größtes Talent ist immer noch Michael Russell, den wir höchstwahrscheinlich spätestens zur neuen Saison dann auch noch mit hochziehen werden. 16 Jahre jung, 53er Rating. Aye Blissett sieht auch schon ganz gut aus, 62er Rating. Linksverteidiger. Da konnten wir vielleicht noch einen Nachwuchsmann gebrauchen. Mackenzie Lyle, Rechtsverteidiger. Atkinson links außen. Afobe ist, glaube ich, defensives Mittelfeld. Russell ist ein Achter. Das freut mich auch sehr. Und Lindsay noch für die rechte Seite. 4 Engländer und 2 Schotten. Und natürlich der Schotte oder einer der beiden Schotten ist das größte Talent, das wir haben. Sehr, sehr kurios. Die Schotten wollen groß rauskommen. Wir wollen auch groß rauskommen, liebe Freunde. Aber dazu bräuchten wir beim nächsten Mal am 24. Spieltag zumindest schon einen Punkt. Und wenn wir das gewinnen sollten, wir gucken mal kurz auf die Tabelle. Wenn wir das gewinnen sollten, hätten wir schon sage und schreibe 13 Punkte Abstand zum FC Chelsea. Okay, Newcastle ist momentan noch punktgleich. Aber trotzdem können wir uns da schon einen riesen Vorsprung auf Platz 4 verschaffen. Ich möchte gar nicht um die Meisterschaft spielen. Ich wäre ehrlich gesagt auch nicht enttäuscht, wenn uns Arsenal früher oder später noch einholen würde. Aber zumindest ein Platz unter den ersten 4. Ich denke, das ist wirklich durchaus drin. Wir befinden uns immer noch in einer Schwächeperiode. Das klingt jetzt irgendwie falsch. Aber ihr versteht, wie ich das meine. Und wie schon oft angesprochen, aus dieser müssen wir jetzt irgendwie hoffentlich einen kleinen Befreiungsschlag landen. Und vielleicht gelingt uns der ja schon beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play FIFA 16. Karrieremodus mit den Spielen von Swansea City. Das Topspiel steht an. Am 24. Spieltag. Swansea City ist beteiligt, denn sie spielen zu Hause gegen die Blues, den amtierenden Meister aus London. Und wie das Spiel ausgehen wird, erfahrt ihr, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin macht's gut und ciao ciao, sagt euer Killer.